Heute ist das deswegen so notwendig, weil sich die Technologien so schnell ändern. Unternehmen sind gefordert, Schritt zu halten mit der internationalen Konkurrenz in Bezug auf ganz viele technologische Grundlagen, die sich aktuell ändern oder rausentwickeln. Und für diese Konkurrenz sollte man gut gerüstet sein. Und das bin ich, indem ich die Technologie beherrsche, klar. Und das ist aber Aufgabe der Experten. Und vor allem, indem ich eine Führungsstruktur im Unternehmen aufbaue, die flexibel, dynamisch, unternehmerisch diese Technologie nutzt, um über Geschäftsmodelle in die Märkte zu gelangen. Dieser neue MBE, Strategic Management und Technology, ist natürlich für Führungskräfte gedacht, die grundsätzlich diese General Management Karriere anstreben, das heißt durchwegs unternehmerische Verantwortung ausüben wollen auf der Konzernspitze oder in den höheren Ebenen von Großunternehmen, Familienunternehmen kleineren Zuschnitts oder genauso im Bereich der Unternehmensgründungen schon nach größeren Streben. Grundsätzlich ist unser Schwerpunkt bei diesem Ausbildungsprogramm natürlich die Entwicklung von Strategien, die Umsetzung von Strategien, von der Kreativität angefangen bis letztendlich zur Budgetierung und dem Implementieren innerhalb des Unternehmens. Das eignet sich klarerweise für erfahrene Führungskräfte mit langjähriger Führungserfahrung, aber unsere Erfahrung mit ähnlichen Programmen zeigt, dass vor allem der Austausch innerhalb des Programms sehr wichtig ist. Sie lernen ja von uns, sie lernen aber genauso von den Peers, also von den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Programmen. Und da ist es entscheidend, eine gute Mischung in Bezug auf Branchen, in Bezug auf Geschlechter, in Bezug auf Altersverteilung zu Wege zu bringen. Denn auf der einen Seite gibt es die erfahrenen Führungskräfte, Vorstandsbereich, Geschäftsführungsbereich und auf der anderen Seite gibt es Nachwuchsführungskräfte, die gut ausgebildet nach höherem Streben und somit in die Führungskarriere einsteigen, Potenzialträger, wie es so schön heißt. Und der Austausch zwischen beiden ist ein wunderbarer Lerneffekt für beide Gruppen. Die Nachwuchsführungskräfte können sich mehr oder weniger abschauen, die positiven Seiten von den erfahrenen Führungskräften. Und umgekehrt hören wir oft, dass die erfahrenen Führungskräfte im Altersschnitt 45, 50 oder älter dadurch wieder in die Denkwelt der nachwachsenden Generationen eintauchen können und somit auch davon wieder profitieren, wie die Nachwuchsgeneration tickt und wie sie sie ansprechen können und wie sie sich auch im Unternehmen gut einsetzen können. In einem oftmals klassischen MBE gibt es eine breite Palette an Themen, die wenige Schwerpunkte aufweisen und somit keine ausreichende spezifische Qualifizierung ermöglichen. Mit Strategic Management und Technology ermöglichen wir eine Fokussierung auf das Strategiethema, das besonders wichtig ist für Personen, die an der Unternehmensspitze langfristige und gewichtige Entscheidungen zu treffen haben, auf einem generalistischen Niveau, um die Organisation weiterzuentwickeln. Das trifft auf Unternehmen zu, das trifft auf Non-Profit-Organisationen zu, das trifft aber genauso auf staatliche Institutionen oder internationale Institutionen zu, denn Strategie spielt immer eine Rolle.